Hallo, ich bin Merlin Röhl und bin Mittelfeldspieler bei den Schanzern. Und dann gab es da so ein Event, da konnte man sich halt beim Sichtungstraining beim FC Ingolstadt anmelden. Da habe ich mich dann halt angemeldet und eigentlich nichts Großes dabei mir gedacht. Ja, dann kam die Nachricht von Tonsa, dass ich angenommen wurde zum Sichtungstraining. Bin dann da hingefahren, alles ziemlich kurzfristig. Und habe dort vorgespielt und ja, dann hat es geklappt. Ich stehe um 6.30 Uhr auf, wenn jetzt Schule ist, frühstücke, fahre mit den anderen Jungs zusammen und auch mit den Eishockeyspielern aus dem Internat mit dem Bus zur Schule. Und dann kommt immer darauf an, wie lange ich Schule habe. Es gibt auch Tage, wo ich bis 17 Uhr Schule habe. Da muss ich dann direkt von der Schule wieder zum Training. Und ja, dann komme ich meistens so 20 Uhr zu Hause, also im Internat an und esse dann noch was. Sportlich ist der Schritt schon groß, aber ich glaube gerade der persönliche Schritt, einfach von zu Hause wegzugehen, das war nochmal das Größere. Das ganze Leben hat man im Elternhaus gelebt und ja, dann zieht man halt aus. Also als Mannschaft müssen wir erstmal schaffen, die Liga zu halten, in der Bundesliga zu bleiben. Für mich ist das Ziel, hier Stammspieler zu werden, viel zu spielen. Ja, da versuche ich mich natürlich hier weiter zu etablieren im Verein und dann gucken, wie weit es geht.